Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen VT-Land Video. Ich habe endlich die neue Coca-Cola live in meine Pfoten bekommen und freue mich jetzt natürlich auf den Test. Das Besondere daran ist jetzt nicht das grüne Design, sondern dass da Stevia drin ist. Stevia ist eine Pflanze aus Südamerika und gilt so als natürliches Süßungsmittel. Und Coca-Cola versucht jetzt auch auf den Zug aufzuspringen, normalen Zucker zum Teil durch Stevia zu ersetzen, um vollen Geschmack zu haben, aber trotzdem weniger Kalorien. Bei der Coca-Cola Life sind sie jetzt hingegangen und haben ca. 30% des normalen Zuckers durch Stevia ersetzt. Warum jetzt nicht 100%, wenn das doch so natürlicher Süßstoff sein soll? Das Problem ist daran, dass Stevia zwar süß ist, aber nicht so wie Zucker schmeckt, sondern herber, mehr nach Lakritze. So, und deswegen tasten die sich jetzt wahrscheinlich erstmal ran. Ich bin ziemlich sicher, Coca-Cola hat da von 0 bis 100% Stevia alles Mögliche schon durchgetestet und auch in so Forschungsgruppen und bei Konsumenten vorgesetzt. Und jetzt sind sie so bei 30-33% und sagen sich, das schmeckt noch wie Cola, ist aber kalorienärmer. Und während eine normale Cola um die 42 Kilokalorien pro 100 Milliliter hat, hat jetzt die Coca-Cola Life nur noch 27 Kilokalorien, also ein Drittel weniger. Das klingt ja mal gar nicht schlecht. Für alle, sagen wir mal so, gerade ich mag das Light und das Zero-Zeug vom Geschmack so null, dieses künstliche Süßstoffzeug und der Nachgeschmack, der sagt mir überhaupt nicht zu. Und deswegen bin ich jetzt mal sehr gespannt, wie das hier bei dem Live-Zeug ist. Natürlich, da ist noch genug 70% normaler Zucker drin. Deswegen, so hart kann der Unterschied ja nicht sein. Aber mal gucken, was wir für 30% weniger Kalorien bekommen. So, wir rupfen es auf und schnüffeln einmal dran. Riecht wie eine normale Cola. Coca-Cola sagt selber in diesem Fall, eiskalt servieren, das sagen die zwar immer, aber gerade bei der Live sagen sie, wenn man es eiskalt serviert, dann sollte man keinen Unterschied schmecken. Wenn man das Zeug dann warm trinkt, soll man wahrscheinlich eher einen Unterschied schmecken. Das werde ich bestimmt auch noch testen, aber jetzt schnüffelt wie normale Cola. Jetzt gucken wir uns das Zeug mal optisch an und wir sehen, das sprudelt auch ganz normal wie Cola. Und ich würde jetzt im ersten Moment sagen, ich bilde es mir jetzt einfach ein und behaupte, das sieht in Natura einen Ticken heller aus als normale Cola, aber sprudelt genauso und riecht auch noch wie normale Cola. Jetzt aber der Geschmackstest. Prost! Oh doch, das schmeckt anders. Das schmeckt ja sowas von anders. Und dabei ist diese Dose wirklich eiskalt. Am Anfang schmeckt das noch wie Original Coca-Cola, aber der Nachgeschmack definitiv herber. Das ist, ich will jetzt nicht sagen, das geht schon wieder in die Richtung von künstlichen Süßmitteln oder sowas, aber ja. Da ist ein Nachgeschmack da, den man bei normaler Cola nicht hat. Sorry, das geht mir für mich geschmacklich sehr wieder. Ja, obwohl das Stevia sein soll und keine und natürlich sein soll und keine künstlichen Süßmittel oder sowas, geht das geschmacklich gerade am für mich Richtung Coca-Cola Light. Nee. Gefällt mir. Nein. Gefällt mir überhaupt nicht. Das Ding ist geschmacklich viel näher an Coca-Cola Light, an einer richtigen Cola. Und dafür hat das Ding dann einfach noch zu viel Kalorien. Also ich meine, wenn ich Coca-Cola Light mit einer Kalorie kriege, die dann, ich sag mal, noch blöder im Nachgeschmack schmeckt. Nein, für mich eine herbe Enttäuschung gerade. Dafür, dass das so im Nachgeschmack, soweit ich sag mal vom vollen Coca-Cola-Geschmack entfernt ist, hat das Ding einfach viel zu viele Kalorien. Wenn wir jetzt hier bei 10 Kalorien auf 100 Milliliter wären, dann würde ich sagen, okay, damit könnte man sagen, das hat zum Vergleich zu Zero oder zu Light, kriegt man da noch mehr Geschmack und da stehen dann Kalorien und mehr Geschmack in Relation. Ja. Aber dafür, dass ich hier 27 Kalorien habe, im Vergleich zu 42 Kalorien beim Original, ist, nee, da packe ich lieber noch ein paar Kalorien drauf und trinke das Original volle Cola und habe dann vollen Geschmack und nicht diesen, nein,
Sorry, nö, das schmeckt für mich eindeutig eher, viel, ich sag's zum 10. Mal, das ist einfach, Coca-Cola Life ist viel näher an Light dran als am Original und dafür passt das mit den Kalorien vorne und hinten nicht. Sorry, große Enttäuschung, da hatte ich mir viel mehr von versprochen. Vielen Dank fürs Zugucken, macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!